Klar, ich würde sagen, ich nehme Cuba Libre. Ist das machbar? So einen richtigen mit Cuba und super. Sensationell. Also, neben mir Schauspieler Josef Heinert. Guten Abend, moin. Sowohl auf Bühne als auch am Bildschirm bekannt und erfolgreich. Ganz viele Hamburger Bühnen hast du schon gerockt und bist besonders bekannt als Kommissar Tiesler im Polizeiruf 110 Rostock. Das ist der junge Mann, der seinem Kollegen die Frau ausspannt. Das ist ja nun nicht unbedingt so als Nebenkommissar nur ein Stichwortgeber, ne? Das ist ja richtig heftiger Charakter. Wieso? Heftiger Charakter? Okay, möglicherweise lebst du dein Privatleben da aus oder gibt es da irgendwelche Parallelen? Ja, wo die Liebe hinfällt, also das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber weißt du was, es gab ja heftige Reaktionen seitens des Publikums und das hast du ja sogar schon erfahren. Also so ganz einfach war das nicht, oder? Ja, ich habe mir wo das rauskam, also die Folge habe ich mir im Grenierger angeguckt und da kriegt ja mein Kollege Bukow wie Fakow, Charlie Hübner, raus, dass ich da was laufen habe oder besser gesagt deine Frau mit mir. Und am Ende schießt er mich an. Also man weiß nicht genau, ob er das mit Absicht macht oder nicht. Auf jeden Fall hat das Publikum dort applaudiert. Das fand ich schon... Als du angeschossen wurdest? Als ich angeschossen wurde, ja. Nicht als das rauskam oder als ich mit der Frau was... Nee, da nicht. Aber als ich die Kugel abkriegte, der Gehörnte mich niederstreckte. Doch, das hat ihm gefallen. Hast du das Lokal da verlassen? Haben die dich noch angesprochen? Nee, Gott sei Dank wäre ich ja nicht erkannt. Also da hatte ich Basecap-Brille, da kennt mich keiner. Okay. Und ansonsten war es aber immer durch die Haare zu erkennen. Ne? Oder zumindest haben das ganz viele Zuschauer verbunden, dich mit dem langen Zopf. Ja, mit dieser Samurai-Frisur für Arme, genau. Das hatte ich, am Anfang hatte ich wirklich so lange Haare und dann musste ich es mir abschneiden. Und aus meinen eigenen Haaren wurde dann da ein Pfiffi gebastelt, den ich mir... in stundenlanger Kleinarbeit auf den Kopf abnähen lassen. Ja. Aber nicht selbst geklebt, sondern machen lassen. Ja, nee, das hätte ich nicht hingekriegt. Wie ist es am Set? Ist das eigentlich nett, einen Sonntagsabends-Krimi zu drehen? Also versteht ihr euch untereinander? Macht das Spaß? Macht das Bock? Du guckst, als könntest du dir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie Spaß macht. Doch, das macht Riesenspaß. Doch, das kann ich mir gerade vorstellen und ich will genau das hören. Macht Spaß. Wie? Ich glaube, das ist manchmal für Kollegen, die da hinkommen, ein bisschen schräg, weil wir da wirklich alle durcheinander reden und dann, nimm du doch mal den Text. Nee, der ist bei mir besser. Also das ist jetzt nicht so, naja, da hat man ein Drehbuch und jeder stellt sich an seine Marke und also da wird auch viel gern mal ausdiskutiert. Das ist... glaube ich, auch nicht so üblich und manchmal befremdlich für Kollegen, die da frisch reinkommen für den jeweiligen Fall. Aber wir machen das mittlerweile so und sind auch selber große Fans des eigenen Polizeirufs und wollen einfach, dass das geil wird und haben da große Freude dran. Ihr seid dann auch mal umgezogen, Tatortreiniger, Stichwort Tatortreiniger, spielt ja eigentlich nach Hamburg. Da haben sich ein paar Leute gefragt, was tauchen da die Rostocker Kommissare auf? Da habt ihr Bjarne Mädel unterm Kleiderschrank hervorgekramt, ne? Ja gut, das ist ja, er muss ja in jeder Folge irgendwo im Schrank landen. Also das ist ja irgendwie Standard. Also da bei uns ist der ihm dann auf den Kopf gefallen, genau. Ja, aber das hatte ja eine Vorgeschichte. Anneke und Charlie sind schon mal irgendwie da aufgetaucht. Ja, aber gut, also ich meine, da muss man ja beim Tatortreiniger auch nicht nach Logik gehen. Also in einer Folge müssen sie ständig reimen und keiner hinterfragt das. Also dann treten wir halt als Rostocker Ermittlerteam da auf und machen ihn zur Schnecke. Ja, muss man ja nicht päpstlicher sein als der Papst, oder? Du hast Rollen im Tatort, du hast im Großstadtrevier Kriminelle gespielt, Soko,
Polizeiruf 110, bist du lieber der Cop oder bist du lieber der Kriminelle? Ich bin schon lieber eher das Arschloch. Echt? Warum? Lebst du da so eine geheime Seite aus? Wieso geheim? Nee. Lebst du da so eine offene Seite nochmal parallel im Job aus? Macht schon Spaß, scheiße zu sein. Das, ja, also, sonst ist das halt auch nicht so legal oft, aber, also, meistens oder so, aber das ist schon, das macht schon mehr Laune, wenn man scheiße sein kann. Also ich meine, da so der Held auf dem weißen Pferd mit wehendem Haar und irgendwie die Prinzessin retten, das ist irgendwie langweilig. Und du so in Rosamunde Pilcher auf dem Landsitz vorm Kamin die Cousine küssen, ihr die Liebe gestehen, nein? Hat mich noch keiner gefragt. Anscheinend bin ich da nicht das Beuteschema der Schwiegermutti oder ich weiß nicht, was man dafür mitbringen muss. Aber das, ja, irgendwie nicht. Scheine ich nicht mitzubringen. Warum bloß? Wir springen mal zurück. Du bist in Ostberlin aufgewachsen, dann im so geboren, im Speckgürtel aufgewachsen. Wie kommt denn so einer zum Theater? Ganz einfach. Da geht man in die Theater AG, weil man da der einzige Kerl ist. So, und da sind die ganzen Schnitten und da ist man dann Hahn im Korb. Und deswegen geht man da hin. Und dann stellt man sich dann irgendwann mal auf so eine Bühne und macht so Quatsch, so Impro-Theater. Und plötzlich fangen die da unten alle an zu brüllen und zu lachen. Und denken, oh, das fühlt sich super an. Das will ich machen. Da gucke ich doch mal, wer mich da ausbilden kann. So. Und das war die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und ja auch recht erfolgreich. Es gab zum Beispiel 2012 den Rolf-Mares-Preis, heißt jetzt Hamburger Theaterpreis Rolf-Mares. Ich habe schon gesagt, du hast einige Bühnen in Hamburg schon gerockt. Wenn du ja nicht entscheiden müsstest, aber was ist das Coole am Theater? Was ist das mit mehr Adrenalin oder ist das irgendwie aufregender? Jein, also man kann es halt überhaupt nicht vergleichen. Das ist halt live und 2 Stunden so am Stück irgendwas durchzurocken und nicht wegzukönnen. Die sitzen da, die, keine Ahnung, 500 oder 1000 Leute und die wollen jetzt was von dir. Die wollen unterhalten werden, entertained. Und dann, du kannst da nicht weg und du hast halt auch den Bogen. Wenn du es in der Mitte ein bisschen verkackst, dann kannst du das am Ende nochmal rausholen und so. Das geht dann vor der Kamera nicht so, aber man kann das ganz schlecht vergleichen. Dafür habe ich vor der Kamera irgendwie geile Sachen gemacht, die du auf dem Theater nie erlebst. Also deswegen würde ich beides nicht missen wollen. Zum Beispiel, hast du ein Lieblingserlebnis vor der Kamera oder auf der Bühne? Ja, ich habe mal den Schlagzeuger von Duff, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, Robert Girl, Offbeat, so habe ich mir 3 Monate auch raufgeschafft, dieses scheiß Schlagzeug spielen. ja. Es kommen Reaktionen von der Bühne. Es war anstrengend. Ich, ja, auf jeden Fall habe ich es so Playback-mäßig ein bisschen hingekriegt, aber dann da zu stehen vor 2500 Leuten, die als Komparsen eingekauft sind und komplett ausgerastet sind, bloß weil er irgendwie ein Schauspieler so tut, als wäre er Robert Girl und so tut, als könnte er Schlagzeug spielen, das war schon affentittengeil, kann man nicht anders sagen. Das klingt so. Du bist auch Dozent an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Was lehrst du genau und warum? Wie bist du dazu gekommen? Warum? Das ist eine gute Frage. Ja. Fragst du dich halt seit Jahren, warum tue ich mir das an? Ja, man kann halt andere Leute triezen und sagen, du machst jetzt das, was ich... Nee, also... ich mache die Aufnahmeprüfung. Da bewerben sich ja jedes Jahr irgendwie 800 Leute und wir haben aber nur 8 Plätze. Um die da auszubilden und es ist wirklich schwer, 8 Leute zu finden, die man gerne ausbilden möchte. Also, von 800? Ja, ist haarig, ehrlich. Da sitze ich dann in diesen Aufnahmeprüfungen und dann kriege ich sie meist erst am Ende wieder, wenn sie dann an die Theater vorsprechen gehen. Dafür braucht man Monologe, die müssen erarbeitet werden, da haben wir eine relativ kurze Zeitspanne. Und deswegen ist das auch in dem Sinne gar nicht wirklich eine pädagogische Arbeit, sondern ich... muss mit denen was vorzeigbar, ich muss sie verkaufen. Quasi wie so ein Gebrauchtwagenhändler, weißt du, wenn sie was nicht können, so die Dellen, die muss man irgendwie wegschmirgeln und das, was sie besonders gut können, das muss man ausstellen und dann sollen die gut aussehen, die sollen geil sein und die Theater und die Intendanten und die Dramaturgen und Regisseure sagen, ja, den will ich. Und das ist eine geile Aufgabe, das macht Spaß. Geil.
Das kannst du. Hast du privat noch irgendwie Zeit? Also ich weiß, dass du Innereien gerne isst. Das ist natürlich auch ein Hobby, essen zu gehen. Machst du irgendeinen Sport? Machst du irgendwas noch privat neben all der Arbeit? Ja, ich, doch, neben den Innereien. Ich wusste, dass das heute noch irgendwann kommt. Ja, doch, ich melde mich einmal im Jahr für einen Triathlon an, hier Hamburg, die olympische Distanz. Komme ich leider zurzeit nicht so richtig zum Training, aber das und mein Aquarium. Das ist ja schön, dein Aquarium. Dann würde ich sagen, darüber schnacken wir gleich nochmal. Wir sprechen uns noch und dabei gucken wir mal, was auf der Bühne los ist bei Peter und das Ganze mit Musik. Hier ist Horst with No Name. Orchestra! Seine internationale Erfolgsgeschichte beginnt 2007, Europameistertitel Nummer 1. 3 Jahre später erschwimmt er sich 3 weitere Europameistertitel. Der Höhepunkt schließlich, würde ich mal sagen, 7. Dezember 2014 in Katar. Weltmeister über 100 Meter Lagen auf der Kurzbahn. Das i-Tüpfelchen sogar mit Weltrekord. Er ist also amtierend einer der schnellsten Schwimmer der Welt. Und heute Abend zu Gast bei Talkshow, Markus Deibler. Guten Abend. Ich habe jetzt mal die ganzen anderen Sachen wie Deutscher Meister und sowas, habe ich jetzt mal alles weggelassen. Hast du durchgezählt, wie viele Titel du insgesamt in deiner Karriere dir um den Hals hängen konntest? Nein, überhaupt nicht. Also wenn du jetzt schon Deutscher Meister nicht reinnimmst, es gibt ja noch ganz, 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 ganz viele Stufen darunter. Ja. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich aufhöre. Und nein, ich weiß auch nicht, wie viele Deutsche Meistertitel ich habe. Habe ich nicht gezählt. Aber es sind einige Pokale und Medaillen auf jeden Fall im Schrank gelandet. Wo sind die denn? Du siehst heute so, na nackt würde ich nicht sagen, aber du siehst so unmedaillös aus. Wo sind die denn alle? Also ganz früher habe ich sie tatsächlich noch irgendwann mal an die Wand gehängt, aber ich bin jetzt nochmal umgezogen vor einem guten Jahr und da hängt jetzt keine Medaille mehr an der Wand. Die WM-Medaille, die ist bei meinen Eltern immer noch auf der Kommode zu Hause und der Rest müsste in der Kiste auf dem Dachboden sein. Ne? Bei deinen Eltern in Biberach an der Riß, das ist ein kleines Städtchen für alle, die das nicht wissen sollten, in Baden-Württemberg knapp 32.000 Einwohner, sagt das Internet, nicht ich. 1990 bist du da geboren und ich frage mich, als fröhlicher Mensch, der immer 1 bis 2 Lieder auf den Lippen hat, ist das eigentlich das Biberach, das auch eine Haltestation auf der Schwäbischen Eisenbahn hat? Das ist genau das Biberach, ja. Ja, super. Jetzt für alle, die gerne quizzen, wie viele Stationen liegen denn bitte, lieber Markus, auf der Schwäbischen Eisenbahn? Scheiße, bin ich jetzt unvorbereitet, keine Ahnung. Du hast gesagt, du bist gespannt, ob ich eine Frage stelle, die dir noch nie gestellt wurde. Ich glaube, jetzt und ist das wurde mir noch nie gestellt, ja. Ja. Pass auf. Du hast jetzt angefangen zu zählen und ich glaube, man hat dieses Lied auf den Lippen. Wir können ja das mal einfach mal, ich singe dir das mal vor und du kannst bei den Städten einsteigen. Auf der Schwäbische Eisenbahn gibt's gar viele Haltstationen. Sturget, Ulm und Biberach. Meckebeure, Durlesbach und jetzt alle! Rolla, 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 la! Rolla, 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 la! Sturgat, Ulm und Biberach, Meckebeure, Durlesbach, es sind 5 tatsächlich. Also weißt du bis nächstes Mal Bescheid? Naja, meine sehr verehrten Damen, der Schwimmweltmeister singt und ich meine das mit G. Bei Talkdog. Deine Mutter, eure Mutter, ihr seid ja 3 Söhne. Bei den Deiblers, die hatte einen Wunsch an euch relativ früh, nämlich ihr sollt Autofahren lernen und schwimmen. Das ist ein... Andere Reihenfolge, aber ja. Schwimmen und Autofahren, okay. Also zeitlich gesehen andere Reihenfolge. Zeitlich gesehen, ja. Warum hat sie das gesagt? Warum unbedingt schwimmen, warum Autofahren und nicht sagen, gute Partie machen, schönen Job machen und so weiter. Warum diese beiden Wünsche? Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Also das mit dem Schwimmen, das weiß ich auch noch. Das war einfach so, ich weiß nicht, ob es damals schon so krass war, wie es jetzt ist, dass eben nur noch jedes zweite Kind schwimmen kann. Und sie wollte einfach mit ruhigem Wissen am Baggersee liegen können und nicht dauernd Angst haben, dass wir gerade irgendwo ertrinken. Und das war einfach der Grund, dass sie uns alle in den Schwimmkurs geschickt hat. Und ihr als gute Söhne habt das gemacht, ihr habt schwimmen gelernt und habt auch gelernt, wie man Auto fährt.
Ja, mit 5 war das der Schwimmkurs, da konnte ich mich noch nicht wehren. Da wurde ich einfach hingebracht. Und ja, Autofahren war ja ein bisschen später, aber da hatte ich auch selber Lust zu danach. Was kannst du besser, Autofahren oder schwimmen? Ja, ich schätze mal schwimmen. Ja, das finde ich ist einfach mal eine Aussage, die kann man so im Raum stehen lassen. So, du hast mit 5 den Schwimmkurs besucht, also unfreiwillig. Wie kann es sein, dass man 19 Jahre später Weltmeister wird? Was ist in dieser Zeitspanne alles passiert? Warum hast du dich für den Einzelleistungswettkampfsport Schwimmen entschieden? Ja, was heißt unfreiwillig? Also das war im Anfang nicht meine Entscheidung, dass ich schwimmen lerne, aber ich sollte nur den Schwimmkurs machen und danach wurde ich nicht mehr hingedrückt. Und trotzdem bin ich da einfach so ein bisschen reingewachsen. Also es war dann, ich weiß nicht mit dem Schwimmkurs, wie oft man da schwimmt, alle 2 Wochen einmal oder so. Und dann ist es eben irgendwann regelmäßig geworden, jede Woche. Und mit 10 waren es dann wahrscheinlich schon ungefähr 4-mal die Woche. Und dann hat sich das immer so gesteigert. Ich hatte relativ früh relativ viel Talent. Und dann schwimmt man eben irgendwann auf den ersten Wettkämpfen. Ich weiß gar nicht, die sind mit 7 vielleicht. Und da war ich dann gut, und das macht natürlich dann Spaß, wenn ich schneller bin als die anderen in meinem Alter, das macht natürlich Spaß und motiviert, und dann habe ich weitergemacht. Du hättest auch Fußball nehmen können, aber du hast dich für einen Einzelsport entschieden. Ja, der Vorteil im Einzelsport ist halt, ich komme halt auch noch aus einem Dorf neben Biberach, was ja schon keine Einwohner hat, und wenn man dann Fußball spielt, dann spielen eben quasi alle Jungs aus dem Dorf in einer F-Jugend dann oder was das ist. Egal, ob sie spielen können oder nicht und ob sie Lust haben oder nicht. Und dann ist man halt so auf die anderen angewiesen, wenn man echt irgendwie bei Wettkämpfen oder Turnieren was erreichen will. Davon abgesehen kann ich nicht mit dem Ball umgehen. Das war auch noch ein Grund, dann eher zum Schwimmen zu gehen. Und das war ja, also das ist der Vorteil für mich am Einzelsport, der auch nicht so von Benotung abhängig ist. Das ist einfach, ich bringe meine Leistung, habe meine Zeit und danach werden dann die Plätze sortiert. Du hast aber ganz normal, wie jedes andere Kind, wie jeder andere Jugendliche auch, natürlich die Schule besucht. Das muss doch ein Mördertrainingsplan sein, wenn man so erfolgreich geworden ist wie du. Tagsüber in die Schule, und wann trainiert man? Erzähl mal, wie so ein Ablauf war damals in Biberach mit jungen Jahren. Ja, also ich war sogar noch auf einem nahen Gymnasium, weil es da keine Sportschule gab. Deswegen konnte ich meistens nur einmal am Tag trainieren, beziehungsweise ich habe dann eben Schule gehabt, unterschiedlich lang, manchmal eben auch Mittagsschule, und war dann ab 17:30 bis 20:30 jeden Tag im Training und manchmal auch 2-mal am Tag, dann entweder vor der Schule oder direkt nach der Schule und abends nochmal. Und das war aber relativ wenig, also das ist eigentlich relativ wenig, wenn man wirklich was erreichen will, weil Schwimmen total trainingsintensiv ist. Das ging halt nicht wegen der Schule nicht anders, also ich wollte da dann doch das Abi noch machen, bevor ich woanders hingehe, und bin dann aber auch wegen Schwimmen nach Hamburg gekommen, weil eben die Bedingungen viel besser sind. Also ich kann trainieren so oft ich will, eigentlich im Endeffekt. Und ich habe eine 50-Meter-Bahn, was auch ein bisschen besser ist zum Trainieren als eine 25-Meter-Bahn. Und natürlich das Trainerteam hier und unter einem Dach im Olympiastützpunkt noch Physiotherapie, Kraftraum und so. Das ist hier halt viel professioneller und deswegen bin ich eigentlich auch hergekommen. War das schlimm, dann Biberach zu verlassen? Wie alt warst du da? Es war dann direkt nach dem Abi mit 19. Mit 19. Keine Sehnsucht, irgendwie so irgendwas Heimatstadt verlassen oder so, war nicht das Problem. Nö, ich wollte unbedingt weg eigentlich. Also ich habe dann das letzte Jahr, 2008 ist mein Trainer gestorben in Biberach, und bis 2009, wo dann das Abi war, habe ich quasi alleine trainiert und hatte nicht mal eine Bahn für mich. Und wenn man richtig trainieren will und nicht eine Bahn für sich hat und die anderen alle viel langsamer sind, dann ist das ziemlich anstrengend gewesen. Deswegen, ohne das Abi wäre ich viel früher gegangen noch. Also ich wollte dann auf jeden Fall weg. Gab es noch andere Alternativen außer Hamburg? Also wo? Ja, nicht groß. Also es gibt nicht so viele Schwimmzentren in Deutschland. Und ich muss ja vor allem, einmal die Infrastruktur muss da sein und ich muss mit dem Trainer sehr gut klarkommen, weil mit dem und natürlich auch mit der Trainingsgruppe, mit denen verbringe ich nämlich richtig viel Zeit. Und da gab es, finde ich, also es war für mich keine schwere Entscheidung. Da gab es für mich nicht so Riesenalternativen. Und du warst ja auch letztendlich nicht so wirklich allein in Hamburg, denn dein großer Bruder, der Steffen, der im Übrigen immer noch schwimmt und versucht jetzt bei Olympia in Brasilien mitzumachen, der ist mit nach Hamburg gegangen oder ging voraus. Wie war das? Genau, der ist ein Jahr vor mir nach Hamburg gegangen. Das heißt, der Kontakt war dann natürlich in Hamburg auch immer da zu ihm. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben dann auch, solange ich noch geschwommen bin, immer, also meistens zusammen trainiert, ja. Haben schon viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe ja eure Homepage gelesen, die es gibt. Es gibt eine von den Deibler-Brüdern eine sehr schöne Homepage. Also Astrid meinte, da sind so geile Fotos drauf, muss ich mal sehen. Ja. Von dir und Steffen. Da steht auf dieser Homepage über dich, dass Steffen gesagt hat, du seist pflichtbewusst, ehrgeizig und schnell.
Stimmt's? Ja, wenn der das so sagt, dann würde ich es mal so stehen lassen. Einfach stehen lassen. Ja, also wenn ich dann, war es schon so, wenn ich dann einen Trainingsplan habe von meiner Trainerin, der mit mir abgesprochen ist, wenn wir uns das dann vornehmen, dann arbeite ich den auch mindestens 1:1 ab. Also wenn ich nicht krank bin oder so, dann ich hätte nie gesagt, boah, ich habe halt keine Lust oder ich habe mehr Lust, auf irgendeine Party zu gehen, statt Training oder so. Das hätte ich nie gemacht. Also das habe ich dann echt so, wie es da stand, abgearbeitet. Jetzt würde mich nämlich interessieren, also kotzt man nicht manchmal im Kreis, also wenn man noch, als du noch in Biberach trainiert hast, wenn die Kumpels feiern gehen und man muss halt wieder jeden Tag da ins Schwimmbecken rein und so weiter, gibt es da nicht mal so Momente, wo du sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr? Naja, man hat ja dann auch natürlich einen großen Freundeskreis im Sport, also das Coole ist ja auch, ich bin viel rumgekommen, habe auch in Deutschland, in anderen Städten, aber auch auf der ganzen Welt coole Leute kennengelernt, die eben genau das Gleiche machen und genauso viel trainieren. Und doch, auch schon, ja. Also es ist viel Training, es ist, ich habe da schon auf Sachen verzichtet auf jeden Fall. Und es hat seine Vorteile und seine Nachteile, wie alles andere eben auch. Und ich habe am Ende eben keinen Bock mehr drauf gehabt, deswegen habe ich aufgehört, ja. Tja, aber bis zu diesem Zeitpunkt haben wir noch zu durchleben, was du eigentlich in Doha alles erlebt hast bei der WM. Das werden wir gleich hören. Und wir geben jetzt, weil wir heute so eine wahnsinnig sportive Sendung haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, geben wir jetzt raus auf den Balkon zu meiner Field-Reporterin Astrid von der Rolle. Denn wir haben heute eine Außenschalte und da steht die Nummer 27 des St. Pauli Fußballvereins. Ja, und Peter, kurzes Wort an dich. Ich habe auch bei der St. Pauli-Seite gesagt, viele, viele super Fotos. Neben mir steht Jan-Philipp Kaller, dienstältester FC St. Pauli-Spieler, rund 10 Jahre dabei, 120 Spiele, das haben wir vorhin nochmal gegoogelt, 5 davon in der Bundesliga, 4 Tore und eigentlich Verteidiger, oder? Ja, ich sag mal Defensiv-Allrounder, also ich hab in der Abwehr angefangen und werde jetzt so langsam wieder ein bisschen weiter nach vorne geschoben und ins Mittelfeld gestellt vom Trainer und fühle mich eigentlich auf dem Platz wohl, egal wo der Trainer mich hinstellt. Das ist schon mal gut. So, jetzt hast du vor kurzem endlich dein Comeback gefeiert. Du warst 3 Monate verletzt, dann ausgerechnet mit grippalen Infekt bettlägerig während der englischen Woche. Vergangene Woche hat dich jetzt aber das Hamburger Abendblatt gesund geschrieben, deshalb konntest du wieder spielen. Ja, ich habe leider mit meiner Grippe mehr Spiele verpasst als mit meinem Außenbandriss im Knie. Da war nämlich die Winterpause zwischen und mit der Grippe habe ich leider durch die englische Woche, glaube ich, 4 Spiele verpasst. Jetzt bin ich froh, wieder fit und gesund zu sein, darf jetzt leider noch ein Spiel pausieren wegen meiner 5. gelben Karte und was ein Spielsperre bedeutet und freue mich dann in Freiburg wieder angreifen zu können. Wie steckst du das weg? Also gerade wenn es vielleicht auch möglicherweise eine Fehlentscheidung ist, ich habe da kein Gelb gesehen, ich bin Fachfrau, also ärgerst du dich lange oder kommst du irgendwann klar? Kann man nicht ändern, ne? Der Schiedsrichter hat es entschieden und ich hätte mir auch kein Gelb gegeben natürlich, aber ja gut, was bringt es mir, mich lange damit aufzuhalten? Es ist so Tatsachenentscheidung. Gegen Union kannst du zu mir auf die Gegengerade kommen. So, das ist doch mal ein Angebot, pass auf. Wir sind hier ja auf dem Balkon am Spielbudenplatz. Weckt das irgendwelche Erinnerungen bei dir, also bis auf, dass wir jetzt keine Komparsen haben oder nicht 10.000 Pauli-Fans? Ja, ich habe hier ein paar Meter weiter schon mal gestanden, schon 2-mal gestanden und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ne? Die beiden Aufstiege in die zweite Liga, einmal aus der Regionalliga in die zweite Liga, habe ich noch mit ein bisschen Abstand betrachtet oder noch nicht so viel zu beigetragen. Und dann ein paar Jahre später natürlich hier der Aufstieg in die Bundesliga, ein Highlight, möchte ich eigentlich noch mal erleben, ganz gerne. Das fing ja vorher schon an, ne? Beim Spiel in Fürth, war das Fürth und manche Spieler dachten, sie wären in Nürnberg. Wie hast du es erlebt damals? Wie kann man sich in dich reinversetzen? Ich habe das Ganze leider hier aus Hamburg verfolgt. Ups. Ja, ich durfte an dem Wochenende bei den Amateuren mitspielen. Für die ging es auch um den Klassenerhalt in der Regionalliga und habe das Ganze dann leider hier in Hamburg mitverfolgt. War dann nachher aber froh und glücklich, zu den Kollegen dazu stoßen zu können am nächsten Tag.
und auf dem Balkon zu feiern. Er ist noch möglich, der Aufstieg in die Bundesliga, durchaus. Bei Fans ein bisschen umstritten diskutiert. Manche sind dafür, manche sind dagegen. Möchtest du aufsteigen? Auf jeden Fall. Also, als Sportler habe ich den Anreiz, so hoch wie möglich zu spielen. Und das ist in Deutschland die erste Liga. Und wenn man die Chance hat, aufzusteigen, dann möchte man das auch auf jeden Fall machen, um sich dann mit den Besten messen zu können. Da könnte es ja, wenn er denn nicht absteigt, auch wieder ein Derby geben. Wenn der HSV nicht absteigt, könnte es nochmal so ein Sieg. Wie wäre das? Auch eines meiner Highlights. Derby-Sieg in, wie hieß das damals, AOL Arena? Altes. Weiß man nicht. Irgendwo St. Elling. Die wechseln ja immer die Namen da. Ein Highlight gewesen, das Derby zu gewinnen. Auch da habe ich leider nur auf der Bank gesessen, aber war mit dabei und Atmosphäre im Stadion war fantastisch und ja, überragend. Du hast ja auch eine Vergangenheit beim HSV. Wie sind so deine Erinnerungen daran? Oh, jetzt wird ja ein bisschen fast der Kopf geschüttelt. Wie blickst du zurück? Ja, ich habe da auch mal 4 Jahre gespielt. Ich war jung. Ich war Szenenapplaus. Ja, ich war 10 Jahre alt. Konnte da wahrscheinlich selber noch gar nicht so viel mitentscheiden, haben sicherlich meine Eltern irgendwie mitentschieden. War bestimmt auch gar nicht so verkehrt irgendwie für die fußballerische Ausbildung, von dem kleinen SC Concordia zum großen HSV zu gehen und da ein bisschen ausgebildet zu werden. Dann hat man mir da irgendwann die Tür zugemacht und damals ist für mich da eine kleine Welt zusammengebrochen und heutzutage bin ich da sehr froh drüber, wie es dann gelaufen ist und für mich weitergegangen ist, bin ich sehr froh drüber. Eine Tür zugemacht. Gut, du hast beim FC St. Pauli Liga unabhängig bis 2018 verlängert. Das ist auf jeden Fall ein Bekenntnis. Jetzt aber mal Butter bei die Fische. Was muss passieren? Wer muss kommen, dass du hier doch noch den Verein wechselst? Ja. Also ist kein Geheimnis. Ich würde gerne mal in England spielen, da in der Premier League natürlich. Der FC Liverpool ist so mein Traumverein. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie jemand die Nummer von Kloppo hat, sonst ich finde die raus. Wäre eine Möglichkeit, kannst du mir dann beim Union-Spiel sagen, wenn wir zusammenstehen. Ansonsten habe ich auch kein Problem damit, hier irgendwann in 7, 8, 9 Jahren meine Karriere zu beenden. Ich glaube, so einige von uns haben kein Problem damit. Du bist auch, also du gehst als sehr fannah und es gibt ja nicht nur, oder gab nicht nur Aufstiege, es gab auch wackelige Saisons und zum Beispiel die letzte abstiegsbedroht. Wir sind fast abgestiegen und du bist, als es denn hieß, Klassenerhalt geschafft, mit dem Sonderzug nach Hause gefahren, mit den ganzen Fans. Was war das für ein Erlebnis? Ja, das war auch ein Highlight. Wir sind in Darmstadt aus dem Stadion ungeduscht zur Straßenbahn gesprintet. Robin Himmelmann, unser Trainer und unser Präsident, wir waren zu viert und haben dann gerade so die Straßenbahn bekommen. Die war natürlich voller Darmstädter. Die haben sich natürlich gefreut, weil die gleichzeitig aufgestiegen sind in die Bundesliga. Wir waren eine sehr entspannte laute, feuchtfröhliche Rückfahrt oder Fahrt zum Bahnhof in Darmstadt. Und dann natürlich die Rückfahrt im Sonderzug war auch fantastisch. Also wir haben gesagt, wir steigen vorne im ersten Wagen ein und versuchen einmal durchzugehen bis in den letzten Waggon. Aber ich glaube, Wagen 3 ist das dann nachher geworden. Sind also nicht so weit gekommen. Und dann sind wir hier natürlich noch zum Knust, wo dann die Klassenerhaltsfete lief. Schöner Abend, ja. Da war ich dabei. Und Lean war ja auch im Sonderzug, bei den Fans auch echt beliebt. Kannst du das, wie kommst du mit dem klar? Ja, den habe ich da die ganze Fahrt über nicht gesehen. Ich glaube, der ist im letzten Waggon eingestiegen und hat auch irgendwie nur 1, 2 Wagen weiter geschafft. Passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu dem Verein. Von gehört wie die Faust aufs Auge, aber das tut eigentlich weh. Aber das kann man in dem Fall, glaube ich, schon sagen, dass der hervorragend hierher passt. Genauso. Kurze Frage noch, du engagierst dich auch für die St. Pauli Rabauken. Was machst du da genau? Ja, ich bin Pate der Rabauken. Ist gleichzeitig verbunden damit, dass ich des Öfteren mal das eine oder andere Camp von denen besuche. Da finden immer in den Ferien sehr, sehr viele Fußballcamps mit den Jugendlichen und Kindern statt. Und
das ist dann meine Aufgabe, irgendwie da mal mit hinzugehen und mit denen ein bisschen zu kicken und Frage-Antwort-Runden, Autogrammstunden und sowas alles. Wir hatten jetzt letzte Woche gerade einen Fototermin noch für die neuen Autogrammkarten und der macht immer Spaß, so viele Kinder leidenschaftlich Fußball spielen zu sehen. Darüber würde ich sagen, sprechen wir auch gleich noch am Tresentalk und geben jetzt wieder zurück ins Studio zu Markus und Peter und mit kurzer Musik Horst with No Name Orchestra. Markus Deibler ist bei mir 100 Meter Lagenweltmeister auf der Kurzbahn. Du hast sehr viele Großereignisse mitgemacht. Als du 18 Jahre warst, da bist du nach Peking mitgefahren zu den Olympischen Sommerspielen. Das war 2008, 2012, 4 Jahre später dann London. Also 2 Olympische Spiele hast du mitgemacht. Wie ist das auf so einem Großevent? Was unterscheidet den von allen anderen Sachen? Oder eben gar nichts, weil ihr sowieso nur im Becken seid? Ja, nee, das Gute an Olympischen Spielen ist halt vor allem für uns Schwimmer, also das Gute ist, es ist ja quasi eine WM für alle olympischen Sportarten. Und das Gute für die Schwimmer ist, dass die in der ersten Woche dran sind und ihre Wettkämpfe haben und in der zweiten Woche dann frei haben. Und da dann eben sich andere Wettkämpfe angucken können und noch viele andere tolle Sachen machen können, was sie so jetzt vor den Wettkämpfen nicht machen würden. Und doch, das war schon 2 Riesenerlebnisse. Ich habe 2012 mehr genießen können auf jeden Fall als 2008. Warum? Weil du älter warst? Oder ich glaube einfach, weil ich älter war. Also es war beides top organisiert. Es waren in Peking ja eigentlich noch krassere Bauten, der Watercube und so. Aber in London, weiß ich nicht, in Peking war ich auch total überraschend dabei. Eigentlich wollte ich mich dafür in die Jugend-Europameisterschaften qualifizieren und dann hatte ich mich aus Versehen für die Spiele qualifiziert. Oh, so ist aber... Und dann habe ich gedacht, gehe ich aber mit. Und war auch cool und ich war so ein bisschen erschlagen einfach von allem, was da ist. Also es gibt ein riesiges olympisches Dorf, wo, weiß ich nicht, 10 oder 11.000 Sportler dann wohnen und ja, mega viele Zuschauer, was wir in Deutschland beim Schwimmen auch nicht gewohnt sind. Und aber in London hat es schon Spaß gemacht, da bin ich auch ein paar Mal mehr geschwommen, da bin ich in 3 Finals habe ich teilgenommen und das war schon auf jeden Fall, kann man mal machen. Weil du gesagt hast, in der zweiten Woche habt ihr frei. Was man ja immer wieder liest, ist, dass im olympischen Dorf wahnsinnig viel Kondome verbraucht werden. Das steht tatsächlich wirklich in der Zeitung, jedes Mal bei jedem olympischen Spielen. Das muss da ja abgehen wie Schmidts Katze. Was kannst du denn dazu berichten, lieber Markus Deibler? Ich weiß nicht, ob es nur am... Also eigentlich muss man sich mit Party und so ein bisschen zurückhalten noch die ganze Zeit im olympischen Dorf, weil es eben Sportler gibt, die auch am letzten Tag noch ihren Wettkampf haben. Deswegen findet eigentlich jetzt zum Beispiel in London alles irgendwo in der Stadt statt. Hm. Und aber es findet statt, das müssen wir jetzt mal festhalten, genau. Also jetzt, da habe ich jetzt von Party geredet eigentlich. Ja, ja. Und ich weiß aber auch noch in London, dass zum Teil echt irgendwelche Freiwilligen rumgelaufen sind und Kondome verteilt haben. Also die wurden einem quasi aufgedrängt, die Kondome. Oh. Ich weiß nicht, wie viele davon dann tatsächlich verbraucht werden und wie viele einfach, ich weiß nicht, welche Zahlen in der Zeitung stehen dann. Ob ja, ich habe jetzt natürlich, genau, ich warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Oder ob dann geguckt wird, wie viele, ob der Müll dann gescannt wird, wie viele. Also ihr habt auf jeden Fall in der zweiten Woche viel Spaß gehabt bei den Olympischen Spielen. Ja, auf jeden Fall. Das halten wir einfach mal fest. Dezember 2014. Wir fahren alle jetzt mit dir noch einmal mental nach Katar, in die Stadt Doha. Dort fanden die Kurzbahn-Weltmeisterschaften statt. Die letzten, die nächsten gibt es Ende dieses Jahres in Kanada. Das heißt, du bist noch amtierender Weltmeister. Hast du, als du in den Flieger da reingestiegen bist, gewusst, ich reiß da unten was in Katar? Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte natürlich schnell schwimmen und ich weiß aber auch gar nicht mehr, ob ich wusste, dass ich richtig fit bin. Und ich war totaler Außenseiter, also eine Medaille wäre ein Riesenerfolg gewesen schon und so, wenn alle so ihre Bestzeiten geschwommen wären, also ihre persönlichen Bestzeiten, dann wäre ich so um 5. Platz rum gewesen. Deswegen, haben sie aber nicht. Ja, doch haben sie schon, aber ich war eben noch schneller. Okay, ja. Und das, also das ist davor immer schwer abzusehen, wie, das ist auch ein bisschen das Aufregende als Sportler, dann bei jedem Wettkampf, man versucht sich natürlich möglichst gut vorzubereiten. Und mir zumindest ging es so, dass wenn ich hinfahre zum Wettkampf, dann weiß ich noch nicht, wie schnell ich dann sein kann. Und das ist dann immer die größte Aufregung eigentlich vor dem ersten Start dann. Wenn ich den ersten Start geschwommen bin, dann kann ich ungefähr schon absehen, wie die anderen Starts werden, wie fit ich bin. Und aber das wusste ich da auch überhaupt nicht. Und da war es aber auch so, dass ich im... Wobei das Witzige ja in Doha war auch, und das ist jetzt ja gerade wieder aktuell mit der Doping-Problematik, vor allem in Russland,
da kam gerade auch so eine ARD-Doku raus. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber da ging es vor allem um russische Leichtathleten, die selber zum Teil sagen, wenn sie auspacken, ja, mindestens 90% sind gedopt von uns. Das kam dann raus, während wir bei der WM waren, und mich schockt es jetzt nicht tierisch, also das kann ich mir denken. Ich bin nicht nur so naiv und denke, fast alle jetzt im internationalen Schwimmsport sind sauber. Deswegen habe ich es mir angeschaut, dann das war am Abend vor dem Vorlauf. Also es gibt ja dann bei internationalen Großevents einen Vorlauf, da kommen die 16 Besten ins Halbfinale und dann kommen die 8 Besten ins Finale und da geht es dann um die Medaillen. Und am Abend vorm Vorlauf kam das raus auf ARD und ich habe es dann geguckt da im Livestream. Und dann war ich im Vorlauf, Dritter hinter 2 Russen. Und da habe ich gesagt, okay, die knack ich herzlichen Glückwunsch. ja, also dann gab es ja noch das Halbfinale, da weiß ich dann gar nicht, wie viel da ich war. Aber ja, am Ende war ich dann zum Glück vor beiden Russen, ja. So, die finale Minute, ich habe mir die nochmal angeschaut, kann man ja jetzt nochmal sich wunderbar angucken. Witzigerweise war es auch ein russischer Sender, den ich auf die Schnelle gefunden habe, da im Netz. War ja mega laut. Wie ist das, wenn ihr da zu diesen Startblöcken hingeht? Da ist ja ein Tohuwabohu in dieser Halle. Bist du so im Tunnel, dass du das überhaupt nicht mitkriegst, weil man sich so wegkonzentriert? Oder was kriegt man eigentlich mit von der Stimmung in der Halle? Doch, also ich kriege das schon mit. Also ich weiß nicht, ob Leute da wirklich so im Tunnel sind, dass sie gar nichts mehr mitkriegen. Ich habe das immer auf jeden Fall mitgekriegt. Und ich bin dann einfach aufgeregt vorm Start, aber da habe ich auch dann, brauchte ich eigentlich nicht, aber ich musste dann manchmal auch aktiv dafür sorgen, dass ich aufgeregt bin, weil wenn ich nicht aufgeregt bin und wirklich heiß drauf bin und da richtig Bock drauf habe, dann kann ich es gleich auch bleiben lassen, habe ich eben über die Jahre festgestellt. Deswegen, ich bin einfach aufgeregt und bin angespannt und will dann auch loslegen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Lampenfieber von, was manche Moderatoren haben sollen vor irgendwelchen Bühnen. Einfach Aufregung vor dem Start. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Genauso wird's. So, jetzt steht, dann wird wunderbar zu sehen, man geht ihr auf die Startblöcke, also ihr seid auf den Startblöcken, dann wird es schlagartig ruhig in der Halle, damit wahrscheinlich alle den Startschuss hören. Da steht dann jemand und winkt so, jetzt müsst ihr alle mal eure Klappe halten oder wie, warum werden plötzlich so viele Leute ruhig? Also, naja, die meisten sind ja in der Halle, um den Sport anzugucken. Ach so. Und die kriegen ja dann mit, wenn es losgeht. Und ja, die haben es wahrscheinlich die meisten auch schon mal gesehen und wissen, dass das ruhig sein muss beim Start, weil alle Sportler das nur übers Gehör wahrnehmen. Okay, wie scheiße ist eigentlich ein Fehlstart beim Schwimmen? Ja, das ist sehr scheiße, weil es gibt keinen, also es gibt nur einen Start. Man ist raus. Ein okay. Fehlstart und das ist vorbei. Okay. Hast du das in deiner Karriere schon ein paar Mal fabrizieren müssen, oder? Ich habe es mal gemacht, ich kann mich jetzt spontan an einen erinnern, das waren meine ersten süddeutschen Meisterschaften, was so mit 10, glaube ich, ist und dann der erste große Wettkampf, wo man eben dann echt mal schon 2 Stunden irgendwo hinfährt, um da dann zu schwimmen und da war ich sehr gut und habe dann, ich glaube, beim letzten Rennen einen Fehlstart gemacht, also bin reingeplumpst und dann durfte ich gar nicht mehr mitschwimmen und das hat mich dann um Sieg gekostet, also in so einem Mehrkampf um Sieg gebracht. Und das weiß ich noch, das war ziemlich hart dann für mich. Ne? Kann ich mir vorstellen. Da sind alle gleichzeitig gestartet bei dem WM-Finale, da gab es keinen Fehlstart. Ne? Genau. 100 Meter Lagen heißt 25 Meter erstmal Schmetterling schwimmen, dann gibt es Brust, dann gibt es Rücken, nee, erst Rücken, nee, Brust, was? Also Schmetterling, also Delfin. Genau, Schmetterling, dann Rücken kommt, Rücken und dann kommt Brust. Dann Brust, dann Graul, kommt Freistil. Freistil ist Kraulen dann, ne? Genau. Ja. Was gibt's noch? Gibt's noch einen anderen Freistil eigentlich? Nee. Ne, Freistil heißt eigentlich, man darf schwimmen, was man will, aber die meisten schwimmen dann Kraul, weil das das Schnellste ist. Oh ja, okay, weil ich eben auch überlegt habe, was könnte man sonst noch schwimmen, aber mir fiel da jetzt auch auf die Schwimmen. Ja, man könnte ja alle Schwimmarten schwimmen. Man kann, also aber man ihr dürft doch, man muss die nicht drei davor schwimmen. Dürft ihr nicht mehr machen, die drei Schwimmarten davor, oder? Die ihr schon geschwommen habt? Nee. Also beim Lagenschwimmen bin ich jetzt fast überfragt, habe ich mir die Frage gestellt. Aber ich glaube, das heißt auch Freistil. Also eigentlich bei Freistil darf man schwimmen, was man will. Ja. Und man muss nicht mal so eine Lage schwimmen, sondern man darf irgendwie aufs Wasser eindreschen und vorwärts kommen. Aber es hat sich halt schon, glaube ich, herausgestellt, dass Kraul das Schnellste ist. Und Wenden sind, glaube ich, ganz wichtig. Gerade beim 25-Meter-Becken, ihr müsst ja dreimal wenden. Dann kriegt man auch gleich eine Schubrakete, wenn das gut funktioniert. Merkst du oder hast du in dem Rennen gemerkt, ich bin echt gut in der Zeit und die anderen sind nicht so gut? Auf jeden Fall. Also ich bin da volles Risiko gegangen. Die Wenden sind extrem wichtig, vor allem bei 100 Lagen. Das dauert dann 50 Sekunden am Ende. Und da ist es einmal, also bei Delfin zum Beispiel, bei der ersten Bahn muss ich es eben abpassen, dass ich, wenn ein Zug zu Ende ist, dass dann direkt die Wand da ist. Ich kann nicht dann noch irgendwie einen halben Meter angleiten, das kostet viel zu viel Zeit. Und das habe ich im Halbfinale noch nicht perfekt hinbekommen und dann bin ich halt Risiko gegangen und habe einen Delfin-Kick mehr gemacht beim Start und war dann ja ein Stück weiter vorne und habe ich gedacht, müsste dann eigentlich passen und hat dann auch gepasst.
Und also ich sehe auch zumindest die Gegner, die relativ nah bei mir sind. Also wenn ich jetzt auf Bahn 5 bin, dann sehe ich den auf Bahn 1 vielleicht nicht, aber sonst die neben mir sehe ich, weil wir haben ja auch so Brillen, das spiegelt das alles ein bisschen. Das heißt, man muss nicht den Kopf drehen, um alles eigentlich um einen rum zu sehen. Und das habe ich dann schon wahrgenommen. Ich war dann nach der zweiten Bahn, also Ryan Lochte und Michael Phelps sind ja so die US-Schwimmer, die alles in Grund und Bogen schwimmen, und Ryan Lochte war neben mir. Und ich weiß, dass er auf den ersten zwei Bahnen extrem schnell ist und auf den zweiten zwei Bahnen eigentlich ich schneller bin. Und ich habe dann eben nach zwei Bahnen gesehen, ich bin fast gar nicht hinter ihm. Und das hat mich dann natürlich nochmal beflügelt, weil dann habe ich gedacht, ja, jetzt pass mal auf. Jetzt komme ich, hat er sich gedacht. Welche Lage schwimmst du denn am liebsten eigentlich? Na, ich schwimme am liebsten eigentlich Kraul. Du schwimmst am liebsten Kraul. Und dann hast du angeschlagen am Beckenrand und warst tatsächlich der Erste mit 50 Sekunden und 66 Hundertstel und warst zum Russen, der zweitplatziert war, Ryan Lochte ist in Anführungszeichen nur Dritter geworden, 15 Hundertstel schneller. Was ist dir als Erstes aufgefallen, dass du Erster bist oder dass du auch noch einen Weltrekord geschwommen hast? Ja, als Erstes habe ich schon gesehen, dass ich Erster bin, und ich habe mich dann aber, also da gibt es ja dann eine riesen Anzeigetafel, wo die Zeiten stehen, und da habe ich dann natürlich auch direkt drauf geguckt und dann leuchtet auch direkt daneben, also es geht automatisch WR auf, und das hat mich dann in dem Moment schon ein bisschen überrascht. Ja. Aber gibt dir nichts Geileres, ne? Ist doch... Ne, das war ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Also für mich waren auch die schönsten Erfolge auf jeden Fall immer die unerwartet waren. Also da war ich voll aus, das war der größte davon dann, also das war total unerwartet für mich, das hat keiner mitgerechnet, ich selber auch nicht, und das ist halt, wenn ich als Weltrekordler hinfahre, dann muss ich gewinnen, dann ist alles in Ordnung, und wenn ich verliere, habe ich verloren, und wenn ich halt als Fünfter oder so hinfahre und dann mit Weltrekord gewinne, dann ist es eine echt coole Sache, deswegen, also das war in der ganzen Karriere eigentlich so immer, wenn man sich wirklich ein Stück steigert, am besten hat da keiner mitgerechnet, dann war es am schönsten. Jetzt ist ja deine Medaille in Biberach bei der Mama und beim Papa. Wir haben aus dem nächstliegenden Kaugummiautomaten tatsächlich hier noch eine Medaille rausfischen können. Da steht auch Winner drauf, damit du wenigstens in Hamburg irgendwas hast, was du anhimmeln kannst. Weil ich finde das nämlich super, dass du unser aktueller Schwimmweltmeister bei den 100 Meter Lagen bist. Und die ist jetzt wirklich Markus Steigler. Ich finde ihn geil. Bei so viel Wasser, meine sehr verehrten Damen und Herren, über was wir jetzt gesprochen haben, sehe ich schon meine Kollegin Astrid von der Rolle, wie sie von einem Fuß auf den anderen tritt und mal aufs Klo muss. Wenn Sie also jetzt mit der Rolle aufs Klo wollen, folgen Sie ihr bitte in die hinteren Gemächer. Peter, vielen Dank für diese großartige Anmoderation. Ich wollte euch mal die schönste Toilette des Kiezes zeigen. Ich bin hier wirklich wahnsinnig gerne. Man muss studiert haben, um hier aufs Klo zu gehen, denn wir haben zum einen die Gurken, zum anderen die Pflaumen. Und ich gehe einfach mal hier durch und sage hallo, die schönst tapezierte Toilette. Und wen haben wir da? This is Valerie Pearl. Guten Abend, Valerie. Oh, frenetischer Applaus im Hintergrund. Valerie, was machst du hier? Naja, also erstmal musst du dir gerade nochmal für dich ein bisschen aufhübschen. Das versteht sich ja wohl von selber. Wobei ich dir keine Konkurrenz machen kann. Ich habe es dir neulich schon mal gesagt, diese Augen machen mich wirklich wahnsinnig. Naja, dann wollen wir noch ein bisschen quatschen, was trinken und eventuell später nochmal feiern gehen, oder? Ja, ein bisschen Party machen. Du machst dich hier schon mal schön. Findest du dieses Klo eigentlich auch so super wie ich? Ich finde es fantastisch. Also St. Pauli hat, glaube ich, wirklich weit und breit nicht ansatzweise so eine attraktive Toilette. Hier könnte ich mich tatsächlich hin und wieder mal niederlassen. Man wirft uns Darmimitatoren ja auch vor, dass wir das hin und wieder mal tun. Ist das so? Also ich möchte jetzt gerne mal ein Kompliment zurückgeben. Ich finde, sie sieht viel besser aus als Olivia Jones. Wird aber trotzdem gerne fragen, ist das deine Busenfreundin? Na, also uns verbindet schon eine sehr, sehr lange Freundschaft, Bekanntschaft. Wir kennen uns schon lange, sagen wir es mal so. Und wir haben auch früher sehr viel zusammen gemacht. Also als ich angefangen habe, war ich halt sehr häufig und regelmäßig auch Gast auf ihren Partys, habe dann die Partygäste empfangen, mit Schnäpsen begrüßt. Und irgendwann dann kam aber der Punkt, als das war 2006, dass ich mit zwei Freunden gesagt habe, hey, wir machen einfach mal eine eigene Party, die tatsächlich sehr erfolgreich wurde, was dann dazu geführt hat, dass halt die Luft in Hamburg sehr dünn wurde und halt eine Person dann gesagt hat, in Hamburg ist nur Platz für eine, und seitdem ist es jetzt so mit der Freundschaft eigentlich vorbei. Tatsächlich, das muss man auch erstmal bringen. Spricht sie noch mit dir?
Wenn Touristen da sind, ja. Oha, alles klar. Komm, ich bring dich mal raus, weil ich muss dich jetzt endlich mal zum Publikum bringen. Wir gehen hier mal ein Stück zurück und dann kann ich nämlich aber richtig schön sagen, meine Damen und Herren, Valerie Pearl, Drag Queen seit 15 Jahren, Moderatorin, Partyveranstalterin, Kolumnistin für den Hinnack und alles das hat sie schon gerissen. Hier ist sie, Valerie Pearl. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und nüchtern. Komplett nüchtern, wieso? Sonst zwitscherst du dir immer ein? Eigentlich schon ganz gerne, ne? Okay, so vor der Show lieber was Perliges oder lieber ein Schnäpschen oder lieber Likörchen? Auch wenn wir so einen Schnaps nebenbei kriegen könnten, das wäre doch ganz hübsch, ja. Wenn uns jemand mal einen Schnaps servieren könnte, aber wäre das ganz hübsch. Der muss brennen. So, erzähl mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum Partyveranstalterin? Ach, das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Ich werde mich bemühen, mich da kurz zu fassen. Ich lasse Russland aus, damals, als ich mit dem Bollerwagen barfuß durch den Schnee musste, Brennholz suchen, von Menschenhändlern entführt wurde, per Container auf ein Schiff nach Hamburg kam, zur Prostitution gezwungen wurde. Das interessiert ja alles keinen. Irgendwann habe ich auf der langen Reihe in einer Bar eine Karaoke-Party gemacht. Sehr regelmäßig, sehr erfolgreich und... da gab es aber die Valerie noch nicht und die ist dort entstanden, weil ein Freund gesagt hat, hey, wäre doch ganz witzig, ich nähe dir einen Fummel, du machst den Rest und wir werten einfach mal diese Party so ein bisschen auf. Oh, da kommt der Schnaps. Was haben wir denn hier, liebe Julia? Natürlich Helbing. Das ist Helbing. Ich sag mal, oh Gott, ich trinke sonst keine Schnäpse. Ich sag mal Prösterchen. Prösterchen. Prost. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Alles klar. Ah, Erste. Oh, ich habe zumindest als erstes abgestellt. Wie heißt der? Okay. Helbing. Der brennt, danke, ja. Es wirkt ganz hervorragend. Solltet ihr probieren. Mir ist warm. Ich war ja auch eben auf dem Balkon, mir ist warm. Ja, ich nicht. Ich saß ja hinter der Bühne mit einer Flasche Wasser. Wir mussten dich verstecken. So, wo waren wir stehen geblieben? Also du stehst... Die Bar, dann die Karaoke, dann habe ich angefangen, einfach mal es für einen Abend zu machen. Ich wollte es wirklich nur einmalig tun und bin dann halt so reingerutscht. Und letztlich kamen verschiedene Partyveranstalter auf mich zu, die dann gesagt haben, hey, wär doch witzig, sei doch einfach bei der Party dabei, begrüß die Gäste und hat eins das andere ergeben. Und eben 2006 haben wir dann gesagt, jetzt ist es soweit, wir machen eine eigene Party. Und da sahst du auch so gut aus wie jetzt. Katastrophal. Also katastrophal, leer, ja. Das war halt einfach, es war halt tatsächlich sehr laienhaft, aber ich muss auch sagen, ich habe da immer sehr großen Wert drauf gelegt, weil mir persönlich kam es immer nicht drauf an, jetzt ein wahnsinnig tolles, aufwendiges, perfektes Make-up haben zu wollen, sondern ich wollte halt die Gäste berühren auf einer Party. Ich wollte jedem einzelnen Gast das Gefühl vermitteln von, du bist hier auch auf deiner Party und wenn du kommst, dann fühl dich einfach wie zu Hause und wenn auch meine Party ein bisschen leerer war, dann war ich trotzdem zufrieden, wenn die Gäste gesagt haben, hey, wir hatten Spaß. Ist doch mal was. Und unterhalten tust du auch auf der Bühne, auch als Moderatorin, nimmst die Leute auch gerne auf die Schippe bisweilen. Ja, also es war letztes Jahr, letztes Jahr zum CSD. Da habe ich die Bühnenmoderation gemacht hier am Jungfernstich und musste mir irgendwas einfallen lassen, wie wir es schaffen können, die Gäste immer regelmäßig zur Bühne zu holen oder sogar zu halten. Und wir haben den ganzen Tag, es fing irgendwann mittags die Moderation an, haben wir erzählt, es kommt eine deutsche Künstlerin. Wir haben nie den Namen gesagt, wir haben immer Stichworte reingeschmissen. Blond, sehr erfolgreich, eine goldene CD nach der anderen. Ja gut, da bist du jetzt raus. Aber bei Blond? Aber das kann ja noch werden. Die andere hat es ja auch einfach mal so im Vorbeigehen geschafft. Und von Talent, na, da weiß ich nicht, ob sie da jetzt so viel von hat. Also doch, sie ist toll. Naja, jedenfalls, letztlich kann ich es ja verraten, haben wir eigentlich jeden Hinweis darauf gelegt, dass Helene Fischer kommen wird. Und wir hatten auch die typische Kategorie Fans dort vor Ort, die wirklich an der Absperrung hingen und es nicht mehr verlassen haben, diesen Platz, weil ja die Helene Fischer kommt. Ich habe erzählt, es kommt ein neues Parfum. Hatte dann von Butnikowski, ich glaube, das darf man hier in Hamburg ja sagen, so einen ganz preiswerten Duft bei mir in der Tasche für 1,99. Hab dann erzählt, der neue Duft und ich habe ihn schon exklusiv als Probe hier vor Ort und ich musste es auf Brüste sprühen. Wirklich, und es waren wirklich, also ich habe noch nie so große Brüste mit Parfüm besprüht. Letztlich kam dann eine Band, die mit einem etwas größeren Truck oder mit einem größeren Bus angefahren, der hinter der Bühne stand. Ich natürlich auf die Bühne habe gesagt, Leute, ich drehe durch, sie ist da.
Wir dürfen immer noch nicht verraten, wer es ist, aus Sicherheitsgründen, aber sie ist da. Die Leute sind hinter die Bühne gerannt, haben gesehen, oh, ich sehe nichts, sind wieder nach vorne gekommen, um ja ihren Platz hier zu verlassen, auch die dicken Brüste. Und das Ende vom Lied war eigentlich, um es gar nicht so lang werden zu lassen, ich habe einen Freund von mir, ich sag mal, er kann ja nichts dafür, geschätzte 100 Kilo, aufgetranzt noch hinter der Bühne, aufs Schlechteste, was irgend geht, mit einer weißen Leggings, auch das werde ich, glaube ich, nie vergessen, um dann irgendwann abends, kurz vor Ende, zu sagen, jetzt ist sie da, jetzt drehen wir bitte durch, und haben dann ganz schnell ausgesprochen, Helena Fischer, damit man auch keine Klagen irgendwie einkassieren kann. Die Leute sind durchgedreht, es kam dieser dicke Mensch auf diese Bühne mit einer weißen Leggings, total aufgeregt, musste Fallback machen, die Leggings ist ihm nach 10 Sekunden runtergerutscht. Also wir hatten schon unseren Spaß, ja. Das klingt absolut danach. Ja, und das ist ein Applaus wert. Bei all dem Spaß und bei all der Party und bei dem auf die Schippe nehmen, engagierst du dich auch sozial ganz viel. Und zwar für Hein und Fiete, für Hamburg Leuchtfeuer und seit relativ kurzer Zeit oder relativ neu in der Flüchtlingshilfe. Ja, ich muss einmal kurz zurückspringen. Hein und Fiete schon tatsächlich sehr lange, sehr regelmäßig. Aktuell auch wieder als Schirmherrin, weil sie 25 Jahre jung geworden sind. Wir haben eine fantastische, so viel Werbung muss sein, eine fantastische Kampagne gestartet. Plakate, die in diversen Clubs aushängen werden. Aktuell auch im Hinnack und im Schwulissimo. Das sind zwei LGBTI-Magazine, die ja kostenlos in Hamburg auslegen. Wir werden es nachschlagen. Ja, bitte. Mit ganzen Seiten zu sehen sind verschiedene Motive, aber immer eine Linie, die sich halt durchzieht. Ganz hervorragend ist eine tolle, tolle Organisation, die sich mit Präventionsarbeit beschäftigt. Ja, und die Flüchtlingsarbeit. Ich bin seit November Mutter von drei Syrern und ich bin die glücklichste Mutter, ich möchte niemandem zu nahe treten, ich bin die glücklichste Mutter von der Welt, wirklich. Diese Jungs sind so zauberhaft. Sie sind leider wohnen sie nicht in Hamburg. Sie sind in Gummersbach untergebracht, dürfen aber frei reisen und aktuell sind sie auch da. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon da sind. Sie wollten tatsächlich doch noch kommen. Sie sind heute in Hamburg angekommen, weil ich dann gesagt habe, Leute, Ostern steht vor der Tür, ihr habt gerade keine Schule, nutzt doch die Zeit, kommt nach Hamburg, lasst uns ein bisschen feiern gehen, Spaß haben, Familienzusammenführung betreiben, weil meine Mutter macht mir nämlich die größte Konkurrenz tatsächlich im Kampf um den Platz der Nummer 1 der Mütter. Ich liebe sie. Das klingt danach. Was ist die besondere Herausforderung? Man muss ja schon ganz klar sagen, wir haben definitiv zwei wirklich unterschiedliche Kulturen. Also ich habe ja jetzt nicht irgendwie einen Italiener neben mir stehen, das ist ganz klar. Da gibt es schon große Unterschiede. Für mich allerdings die größte Herausforderung ist, dass diese Menschen ja doch so spaßig wie sie sind, so lustig wie sie sind, so niedlich wie sie sind, ja schon auch traumatisiert sind und dass man bei gewissen Dingen schon auch einfach mit Samthandschuhen arbeiten muss. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Mensch, sag mal, wie war denn das eigentlich? Erzähl doch mal, wie war denn jetzt deine Reise? Sondern ich muss halt warten und irgendwann kommt dann auch der Moment, wo die Jungs von sich aus anfangen, auch mal zu erzählen, wie denn auch die Flucht letztlich gewesen ist. Alles klar, einen großen Applaus für dein Engagement, Valerie Pearl. So kennen wir dich. Eine Sache muss ich noch mich ganz, ganz kurz fassen. Tatsächlich geht es ja auch in Richtung Werbung. In Bezug auf die Flüchtlingshilfe bin ich letztes Jahr auf die Idee gekommen, dass man etwas machen muss, etwas schaffen muss, was längerfristig auch Geld in die Flüchtlingshilfe bringt, also Spendengelder, was ein bisschen für Verständnis sorgen kann. Und ich glaube, das brauchen wir aktuell auch mehr denn je. Etwas, was den geflüchteten Personen auch ein Gesicht gibt. Das kann ich nicht bei allen tun, aber ich finde, es ist vorbei, die Zeit, dass wir einfach eine Schublade aufmachen. Sag es. Ja. Und zwar arbeite ich gerade mit ganz, ganz, ganz vielen tollen Menschen von dem Kiezküche Verlag. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Kiezküche St. Pauli. Arbeiten wir mit sehr, sehr vielen Menschen mit prominenter Unterstützung an einem Kochbuch, was im Juni rauskommen wird. Und das wirkliche Highlight ist, dieses Buch ist komplett gesponsert. In Kooperation passiert es mit dem FC St. Pauli. Und somit können wir dann am Ende des Tages auch 100% vom Erlös der Bücher in die Flüchtlingshilfe spenden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und dann laden wir dich wieder ein. Und jetzt gibt es, wer mehr von Valerie Pearl hören will, übrigens in der Kolumne auf Radio Energy jeden Samstag. Und jetzt trinken wir noch einen, so ein bisschen was Perliges. Wir gehen mal an die Bar zusammen. Trinkst du Champagner oder trinkst du Prosecco oder trinkst du ein Astra? Jawohl, wir kriegen Astra, ein Astra für Valerie Pearl. Und dazu gibt es Musik. Marc
Markus Steibler hat gerade von mir eine Medaille überreicht bekommen, denn er ist ja immer noch unser Goldjunge. Was aber jetzt passiert ist, nachdem du das alles gewonnen hast, am 7. Dezember 2014 in Doha, 9 Tage später, Mitte Dezember 2014, hast du gesagt, ich schmeiß jetzt hin. Ich höre auf mit dem Leistungssport. Nach 9 Tagen, nachdem du den Weltmeistertitel bekommen hast, keinen Bock mehr gehabt, wolltest du einfach nur einen großen Abgang. Was ist um Gottes Willen passiert? Nee, das war halt, ich habe mit Beginn von der Saison, also eine Saison geht bei uns, fängt ungefähr im September an und dann kommt erst die Kurzbahn und dann kommt bis Juli ungefähr die Langbahnsaison. Und mit Beginn von der Saison habe ich eben gemerkt, boah, ich habe gar keine große Lust, wieder anzufangen mit zu trainieren. Wir haben einmal im Jahr frei, das sind 4 Wochen, das ist im Sommer, die Sommerpause. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe gar nicht so große Lust. Und dann kam das erste Mal überhaupt der Gedanke, okay, ich muss ja eigentlich nicht, weil sonst davor, ich habe es so lange schon gemacht, es wird halt auch zur Gewohnheit und ich mache es halt weiter und es ist ja eigentlich auch insgesamt cool und so. Und da kam das erste Mal der Gedanke und dann habe ich da viel drüber nachgedacht. Das war für mich eine riesen Entscheidung. Einmal war es mein Lebensinhalt, mein wichtigster, größter. Zum zweiten habe ich davon gelebt. Also ich habe mich davon finanziert auch. Und deswegen war es für mich schon ein Riesenschritt. Dazu kommt dann noch, dass natürlich viele Leute dahinter stehen, Trainerinnen, Ärzte, Physiotherapeuten, alles, die da auch viel Energie reinstecken und die alle erwarten, dass ich mindestens bis 2016 zu den Spielen weitermache. Und deswegen habe ich mir da schon die Zeit gegeben und habe dann gesagt, okay, ich lasse es jetzt mal sacken. Ich mache auf jeden Fall bis die Kurzbahnsaison noch mit, bis zur WM. Und dann schaue ich weiter. Und in der Zeit ist dann halt für mich, da habe ich schon weniger trainiert dann. Und habe ein bisschen andere Sachen gemacht und in der Zeit ist dann die Entscheidung gereift einfach, dass ich es nicht mehr weitermache. Und das war noch ein Riesenerfolg, also einen schöneren Abgang hätte es für mich nicht geben können. Und ich fand es dann einfach, von mir wäre es ein bisschen doof, also meine Trainerin kann mich nicht an der Nase durch die Saison ziehen. Ich muss es trainieren und ich muss am Ende auch auf dem Startblock stehen und den Wettkampf schwimmen. Und wenn ich da nicht richtig Bock drauf habe, dann ist einmal die Energie von dem ganzen Team ein bisschen verschwendet. Weil ich schwimme natürlich am Ende auch gegen Leute, die Vollprofis sind und da auch Bock drauf haben. Und zukünftige Erfolge wären natürlich auch relativ unwahrscheinlich gewesen, wenn ich eigentlich so denke, boah, überhaupt keine Lust auf Training jetzt. Und deswegen war es für mich nur konsequent, trotzdem Erfolg dann zu sagen, ich mache es trotzdem nicht weiter. Du hast in deiner aktiven Zeit natürlich hinter, klar, die Kulissen blicken können, Deutscher Sportverein, Sportförderung. Jetzt, nachdem du knapp 2 Jahre raus bist aus der Nummer, gibt es was, wo du sagen würdest, ich glaube, da würde ich ein bisschen was ändern, einfach um wieder Talente mehr in die Schwimmbecken zu kriegen? Ja, es ist ja einmal so die Sportförderung im Allgemeinen und einmal dann der Deutsche Schwimmverband. Und ja, was heißt ändern? Das ist so als Sportler oder Ex-Sportler ein bisschen doof zu sagen, ja, wir brauchen mehr Geld. Ich würde einfach mal, also ich fände es schön, vor allem wir Schwimmer haben da immer viel abgekriegt, bei Olympischen Spielen vor allem viel Häme aus der Presse. Ich habe da nicht so ein Riesenproblem mit gehabt, aber also wir werden eigentlich regelmäßig niedergemacht von der Presse bei jedem Groß-Event schon, wenn nicht sofort die Medaillen da sind. Und ich finde es halt deshalb ein bisschen unfair, weil es wird ein bisschen gefördert in Deutschland, aber gar kein Vergleich zu anderen Ländern. Also in anderen Ländern wird einfach viel mehr investiert, nicht nur finanziell, wird einfach viel mehr gemacht dafür, dass dann schnelle Leute da sind. Und das passiert halt bei uns nicht. Deswegen finde ich, es müsste einfach mal eine Entscheidung her, will Deutschland überhaupt den Leistungssport, will Deutschland Medaillen gewinnen bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften? Und wenn ja, dann muss eben mehr dafür gemacht werden, wenn man da konkurrenzfähig sein will. Dann muss es natürlich auch, dann gibt es ganz viele Details, also eine Ganztagesschule, da muss es da irgendwie integriert werden, oder also so funktioniert es auf jeden Fall auf Dauer nicht. Und wenn nein, dann dürfen aber auch keine Medaillen erwartet werden dann am Ende vom Jahr. Das ist das, was für mich gerade nicht ganz zusammenpasst. Also wir werden gefördert wie die, also wir werden wahrscheinlich gefördert wie die 35 besten Sportler auf der Welt und am Ende müssen wir schneller sein als die Chinesen, die 1 Milliarde Leute sind und wo dann 5.000 Fünfjährige in ein Internat gesteckt werden und getriezt werden und einer kommt dann eben durch. Das passt halt nicht ganz zusammen, Anspruch und was man dafür tut. Also es gibt Genaurufe aus dem Publikum und es gab Applaus. Es scheinen sich noch andere Leute damit auszukennen. Aber gut, dass du da klare Kante zeigst und das auch sagst. Du hast 1 Jahr, bevor du aufgehört hast, ja schon in die Zukunft investiert. Mit deiner Arbeitskollegin Luisa zusammen hast du das Luicellas gegründet. Das ist eine Eisdiele auf St. Pauli, jetzt auch neu in St. Georg noch zusätzlich. Also es gibt in der Zwischenzeit 2 Luicellas. Ein Schwimm
Sportler, der plötzlich Speiseeis verkauft. Das finde ich auch eine geile Wendung. Warum um Gottes Willen Speiseeis? Ja, es ist ein cooles Produkt einfach. Also ich finde, ich fand immer Selbstständigkeit schon tierisch spannend. Und Luisa war dann im Auslandssemester in Italien und ist ein bisschen mit der Idee weitergekommen, mit wiedergekommen nach Hamburg. Und ich hätte es nicht bei allem mitgemacht, aber bei Eis ist eben, sind Vorteile. Einmal, wenn man dann einen Laden hat, dann sind meistens die Leute, die reinkommen, haben gerade Freizeit und gönnen sich was, sind gut gelaunt. Das ist eigentlich immer eine coole Stimmung bei uns im Laden. Und was für mich Eis auch spannend macht, also wir produzieren ja auch alles selber. Und da gibt es eben riesige Qualitätsunterschiede. Also wenn man mal nur in Edeka geht, es gibt ja total billiges Eis und total teures Eis. Und das teure Eis, also da kann ich jetzt hauptsächlich für uns sprechen, aber da gehe ich davon aus, dass es bei anderen auch so ist. Es ist nicht nur teuer, weil wir sagen, wir sind teuer und wollen lieber die Leute anziehen, die mehr Geld haben, sondern da gibt es eben riesige Unterschiede. Einmal, also nur nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber einmal muss ja Fett ins Eis. Wird das tierisch gewonnen oder pflanzlich? Tierisch ist eben viel hochwertiger und teurer. Und dann, wie viel Eis ist überhaupt im Eis? Also es wird mit Luft aufgeblasen, Eis. Und in jedes Eis muss ein bisschen Luft rein, dass es überhaupt cremig ist. Aber bei Industrieeis ist eben mehr als die Hälfte Luft zum Teil. Das heißt also, manche Eise sind billiges Material, Farbstoffe, Aromen, darauf verzichten wir auch komplett und davon nicht viel. Und das gibt eben dann den Unterschied in der Qualität und auch in den Preisen. Und das macht es für mich einfach spannend, dann zu versuchen, das beste Eis herzustellen, was wir herstellen können. Ihr habt ja, glaube ich, irgendwie 400 Sorten im Programm. Franzbrötchen-Eis, also nicht immer natürlich täglich im Programm, aber habt irgendwie 400 Sorten tatsächlich schon in der Zwischenzeit gemacht oder so. Also unglaublich viele Sachen. Franzbrötchen-Eis habe ich das letzte Mal, als ich bei euch in der Eisdiele war, gesehen. Man gibt eine Wunschliste, da haben Leute geschrieben, macht mal Gin-Tonic-Eis und so weiter. Was ist, ja, da höre ich yeah aus dem Publikum. Was ist denn dein aktuelles Lieblingseis bei euch? Ich war heute Morgen selber in der Produktion und wir haben unter anderem Erdnuss gemacht und da gibt es wieder total große Unterschiede. Also das wird normalerweise Erdnuss ist nicht gleich Erdnuss? Erdnuss ist nicht gleich Erdnuss und das wird normalerweise mit Erdnussmark dann gearbeitet. Und noch größere Unterschiede gibt es natürlich bei Pistazie. Nehme ich wirklich 100% Pistazie und dann, wo kommt die Pistazie her? Was ist es für eine Pistazie? Oder nehme ich irgendeine Paste, die mit anderen Nüssen und Aromen und so gestreckt ist? Und das haben wir das erste Mal jetzt seit langem wieder produziert und da habe ich auch ein bisschen was genascht. Ja, also man kann mit Markus Deibler nicht nur über das Schwimmen reden, sondern auch über das Speiseeis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass du hier unser Gast bist bei TalkDot. Ich würde dich jetzt einfach ans Fernsehen vermitteln, hier an unseren Christian hinter der Kamera, dich mit ihm an die Bar schicken und dass du dir da ein Getränk holst, was immer du willst. Ich räume hier nochmal ein bisschen um, weil wir gleich noch eine Band haben, die hier für uns spielt. Markus Deibler, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf dem Weg zur Bar. Sowas haben sie wirklich noch nie gesehen. Danke, dass du da bist. Rücke mal durch. Ich habe mich hier wieder positioniert neben Jan und Josef jetzt diesmal. Und Josef hat nämlich einen 6 Monate alten Sohn und der hat natürlich schon ein St. Pauli-Trikot. Das liegt gerade bei der Mannschaft, Jan. Hast du das eigentlich schon unterschrieben? Ja, das braun-weiße? Auf jeden Fall, ja. Mit Karl hinten drauf. Ja, doch, das habe ich unterschrieben. Ja, Bombe. Es ist natürlich keine Überraschung, Josef Heinert, auch St. Pauli-Fan. Wo stehst du eigentlich, wenn du am Millern-Tor bist? Gegen gerade. Echt? Ich auch. Wo stehst du da? Na, ungefähr auf Höhe der Mittellinie, aber ein bisschen so hinter der Gästetrainerbank, dass man den noch beschimpfen kann. So. Ich stehe am Elfmeterpunkt zur Südtribüne hin, aber da können wir mal irgendwie zusammenkommen oder so. Ja, genau, Meckerecke. Meckerecke, genau. Ja. Singst du? Eher so, wenn der Torwart irgendwie den Ball hat, dass man so, Himmelmann direkt, sowas. Jan, du bist noch durchs Vereinsheim gerannt auf dem Spielplatz, ne? Das schwärmen ja alle Spieler von, dass das eine besondere Atmosphäre hatte. Ja, auf jeden Fall. Erstmal die Kabinen unten im Keller. Das war schon ein Highlight, dass da irgendwie keiner irgendwelche Krankheiten mit nach Hause genommen hat, war schon überraschend, aber... ja, und der Gang durchs Clubheim war schon immer was Besonderes. Ist jetzt nicht mehr zu haben, ist aber auch okay.
Und was manche wissen, manche nicht, ist, dass deine Mutter Führungen durchs neue Stadion macht. Hast du das schon mal mitgemacht überhaupt? Ja, die macht allerdings Stadionführung. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, mit ihr eine Runde zu gehen. Ist nicht wahr. Dann würde ich sagen, müssen wir das mal zu dritt machen und mit Kamera begleiten lassen. Jan, jetzt hast du zwei Fans hier neben dir stehen. Also einige sind noch im Zuschauerraum. Was können wir Fans zu eurem Erfolg beitragen? Tja, macht alles so wie bisher. Alles klar, das machen wir. Super. Ja, Applaus. Sehr gut. Ich habe noch eine Partyfrage an euch beide. Und zwar verbinde ich Schauspieler und Fußballer immer mit einer Menge Party. Ihr habt immer Bergfeste, Josef, bei irgendwelchen Spielfilmen und Sonntag wird weniger. Aber feiert ihr nicht auch so richtig ab am Set dann so zum Bergfest? Ja, leider nicht mehr. Das ist. Wieso nicht mehr? Ja, Sparmaßnahmen, irgendwie immer weniger Geld da und so. Das, also Bergfest, ich weiß nicht. Die Öffentlich-Rechtlichen, ne? Deshalb produzieren wir privat hier nur für uns. So sieht's mal aus. Und Jan, wenn Auswärtsspiele, ist doch mal super, neue Städte kennenzulernen und gerade vielleicht, wenn ihr auswärts einen Sieg holt, feiert ihr dann richtig? Ja, meistens vor den Spielen, aber die zwei Tage. Lassen wir es richtig krachen. Kannst das bestimmt bestätigen, so als Sportler ist man relativ wenig eigentlich unterwegs und am Feiern. Klar darf man auch mal nach einem gewonnenen Spiel vielleicht mal ein Bierchen trinken und ab und an geht man dann auch als Mannschaft mal zusammen los, aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel und dann geht es eigentlich immer schon in direkter Vorbereitung und Regeneration für die nächste Woche weiter. Okay, dann würde ich sagen, ihr feiert jetzt hier am Tresen, alkoholfreier Cuba Libre für dich, Flens. Habe ich richtig gesehen? Ich nehme meinen Cuba Libre mit, denn jetzt geht es nochmal zur Bühne. Und da wartet endlich die Tüdelband auf uns. Und zwar an der Gitarre Mire und am Cajon Malte. Und da sind sie. Da sind sie. Unsere Tüdelband Mire. Mire, wo geht die dat? Oh, du, mir geht das recht gut. Ja, das war mein plattdeutscher Satz. Mehr kann ich leider nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, man hat überhaupt verstanden, was ich da gefragt habe. Ihr singt auf Platt, ihr seid jung, ihr seid talentiert. Warum Plattdeutsch? Ehrlich gesagt war das eine fixe Idee. Ich habe schon lange auf Hochdeutsch getextet und irgendwann einen Text übersetzt ins Plattdeutsche. Und es hat, das hätte gar nicht Spaß gemacht. Und so sind wir dabei geblieben. Was immer du dazwischen gesagt hast, klang auf jeden Fall gut. Die Leute haben es hier verstanden. Ich kann mir vorstellen, wenn man Plattdeutsch singt, dass da das Publikum ein bisschen anders aussieht wie auf anderen Konzerten. Was habt ihr denn für einen Altersdurchschnitt eigentlich? Sehr unterschiedlich. Also so ein bisschen wie das, was auf den Spielen häufig steht. So von 4 bis 99. So in etwa sieht es auf unseren Konzerten auch aus. Ja, ist ja geil, oder? Ich meine, wenn du so viele Leute erreichst. Malte hat eigentlich was ganz Schönes gerade vorhin gesagt, als wir uns unterhalten haben, wie eigentlich eure Texte und eure Lieder entstehen. Du bist ja so ein bisschen the brain und machst alles, aber du bist so wie so ein, hat er gemeint, wie eine Architektin. Du baust so ein Grundgerüst fürs Haus und der Rest der Band, sind ja noch zwei andere eigentlich auch dabei, die würden mit beim Innenausbau helfen. Ist das so eigentlich ein Bild, das dem nahe kommt? Ja, es kommt dem schon ziemlich nah. Also meistens ist es so, dass ich alleine anfange, an einem Song zu arbeiten und einen Text zu schreiben, eine Melodie, vielleicht auch schon einige Akkorde und was alles so zu so einem Song dazugehört. Und dann bringe ich das Ganze mit und im Proberaum wird dann tatsächlich entschieden, wie genau was gespielt wird, wer was tut. Sehr schön. Wir hören gleich einen Song aus eurem Album. Jetzt aber noch der Hinweis, dass die BED Reeperbahn eine total geile Idee hatte, zusammen unter anderem mit dem Cocoon. Es wird nämlich pünktlich zum diesjährigen Reeperbahn-Festival, das findet Ende September 2016 statt, eine CD erscheinen, wo ganz viele Bands mit unterschiedlichen Musikstilen, ihr seid auch dabei, das Lied covern wird auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Eben auf Platt und was denen alles noch so einfällt. Und es wird Live-Recording-Shows geben, hier mit den Bands im Cocoon. Auf cocoon.com findet ihr die Termine, könnt ihr vorbeigucken. Und dann wird eben eine Kompilation dieses Songs auf der Reeperbahn nachts um 12:30 auf einer CD erscheinen. Das Ganze nennt dann sich Sie spielen unseren Song. Das Ach, ist schön. Der Kiez, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was schön. Ja, habe ich schön gesagt. Das ist großartig. Ne? Und ich würde sagen, jetzt hören wir sie auch, die Tüdelband, vorab
sagen wir tschüss, würde ich sagen, Peter. Ja, und jetzt die Tüdelband mit Hilde, live und in Farbe, hier bei uns im Cocoon bei Talk der offenen Tür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jo, vielen Dank. Moin, moin, Levelü. Wir sind Dale von der Tüdelband. Wir spielen Plattdeutsch Popmusik. Und ein Lied von uns, das heißt Hilde. Ich sag das mal auf Deutsch, Hochdeutsch. Wir können ja Hochdeutsch und Plattdeutsch. Mit Hilde und Thorsten, um die beiden geht's nämlich in dem Lied, ist das so eine etwas längere Geschichte. Denn Thorsten steht auf Hilde schon, da waren die noch ganz kleine Schulkinder. Und Hilde wusste davon immer nichts. Und inzwischen ist Thorsten über 40 und nun war das Motti, ne? Und jetzt fiebern wir mit Thorsten mit und hoffen, dass er sie dann doch nochmal irgendwann kriegt, seine Hilde. Viel Spaß. Thorsten wäre ein ganz normaler Jung, was da zu viele gibt, ein Baby-Gau-Voss, ein großes Stück. In der Flappe hätte er ein Zigar, will er sich damit cooler fühlt und so gern ein coole Freundin hat. Thorsten ist nun fertig, der Zigar, der ihr immer noch im Gesicht, bloß die Freundin, die gibt das nicht, denn ist so Hilde. Hilde wäre früher so eine Wilde, ob im Schulhof hätte er sie ansehen. Ach, was wäre sie schön, mit er fehlt zu bunte und fehlt zu korte Sommerkleid. Ich denke, Hilde, meinst du mich, wir geben echt einen super Trompo ab. Hilde, meinst du mich? Und nun hat Hilde im Wettermord den Kopf verdreht. Thorsten denkt für dem sind Wetter geil. Nun nehm ich mir ein Haar und schnack sie an. Sech mal Hilde, kannst du dich dran erinnern? Go auf den Schulhof und Hilde meint auf den Schulhof. Wat, wann? Und Thorsten sech, no jo früher, dat wie noch so viel jünger wär. Du in diese kakelbunte Kleid und ich Thorsten mit der Zigar an der Wand, du Achter. Und Hilde sech bloß, ach so, und verdreht die Augen. Und Thorsten, wer sich sehen, so gar nicht mal mehr ganz so sicher, kickt sie einfach wieder an, so als er das früher so oft getan hat, weil er immer noch gut kann. Und ich fragte, Hilde sech mal, wo sieht er denn wie dir im Leben gut? Unser Main, worin wollt du denn dat reden? Hey, tücht gar, anziehen sie gar. Viele just ob nix beide Rippen. Und ey, hot, so ein beiden Titelchen. Wem sich denn vielleicht Lorde noch mal so richtig zu überwinnen? Und er zu sagen, wo du heise in allen Jahren. Selbst so oft küsst er in all seinen Träumen. Wer sich immer werde, der erst besetzen für der Hauptruf. Hilde wäre ich immer so doll, den Haar er so gern als Freundin hat. Und dann überwind er sich von Hilde, meinst du nicht, wie gegen Mädchen so Trompo ab? Hilde, meinst du nicht, wie gegen Mädchen so Trompo ab? Trompo ab, Hilde, meinst du nicht?